Hallo Leute, da bin ich's wieder, euer WWE-Sammler 14 mit der neuen Generation, mit den neuen Pokémon-Displays. Breakthrough heißen sie und die englischen sind seit gestern erhältlich. Und wie gesagt, richtig geil, ich freue mich endlich wieder ein neues Set zu unboxen. In diesem Set werden wir, ihr seht schon, die Mewtwo Revolution haben. Und ich freue mich, wie gesagt, richtig doll. Hier haben wir Mega Mewtwo X. Hier haben wir die neuen Break-Karten Zoroark in Gold. Hier haben wir Mega Houndoom. Und hier Mega Mewtwo Y. Die neuen Sets, natürlich haben wir nicht nur ein Display. Hier, wir haben 2, 3 und 4. 4 Breakthrough-Boxen, die ich heute öffnen werde. Es werden heute noch mehrere davon bei mir eintreffen, aber ich denke, ich werde heute erstmal diese öffnen und dann morgen die anderen. 9 bis 10 habe ich in der Zahl. Ich weiß nicht, wie viel ich öffne und verkaufe ein paar. Weiß ich nicht. Und lasst euch überraschen, das Opening. Ich habe mir passend dazu Hüllen, meinen schönen Lieblingshüllen, Gardevoir-Hüllen, noch original verpackt, dazu besorgt, um sie da einzutüten. Wir haben mit dem Set so viele neue Karten. Ich zeige es euch mal hinten. Ich lese mal vor, das kann man jetzt nicht lesen wegen dem Pokéball, aber Parallel Worlds 2 Path to Power. An amazing discovery Pokémon Break Evolution opens a new path powerful that builds and Pokémon existing strange and greatness and new battling opponents. These new Pokémon Break come from two worlds. Home to Zoroark Break, Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y, and one world of technology, one world of the true, and all the wonders of Break Evolution are you exploring the Pokémon TCG XY Breakthrough Expansion. Es gibt 160 Karten, also ein richtig großes Set, so wie Protoshock. Aber wie gesagt, wir haben schon wieder zu lang geredet. Wir werden jetzt mit der ersten Box loslegen. Breakthrough Start, und zwar jetzt. War der Fokus? Ja, wir starten mit Breakthrough. Oh mein Gott. Guckt euch die Pack Artworks an. Genial. Hammer. Hammer Pack Artworks. Und wir beginnen ganz normal. Guckt euch die Artworks an. Wir haben hier Mega Mewtwo Y, Mega Mewtwo X, Zoroark Break und Mega Hundemon. Gut, wir legen los. Ich finde einfach, dass hier die Co-Karten sind immer gleich. Ich finde einfach, dass die dass Mewtwo einfach eins der geilsten Pokémon ever ist und dass in diesem Set einfach hauptsächlich um Mewtwo geht. Das werdet ihr noch sehen. Wir haben ein Elgium, ein Exio, richtig süßes Artwork. Das kann man jetzt schlecht sehen, wie sie die Melonen will. So, Exio, ich mach das so, glaube ich. Exio, Froakie, Mistrevious, Hootoot, Houndoom Spirit Link. Da ist schon der erste Spirit Link. Warte, wie ist es denn am besten? So ist es, glaube ich, gut. So ist es sehr gut. Ja, perfekt. Houndoom Spirit Link, der erste Spirit Link für Hundemon. Floette, Breaksin. Unser Reverse ist ein Granbull Fairy. Und ja, das ist auch ein sehr schönes Artwork. Und meine Rare ist ein Parasect. Und das ist auch sogar sehr spielbar. Es sagt nämlich, für X-Scissor, flip a coin, if heads, this attack does 30 damage. Mehr, aber das ist eigentlich die. Choose 3 of your Pokémon. For each of those Pokémon, search your deck for a different type of basic energy. Also für jedes Pokémon, was du all auswählst, kannst du eine Energie suchen und dann das Pokémon anlegen. Also richtig genial. Parasect.
weiter. Mega Mewtwo X. Der Code. Scatterbug, Rolls, Pensage, Hippopotas, Piplup, Judge, neue Supporterkarte, each player shuffle his or her hand into his deck and draw four cards. Town Map ist wieder mit am Start, Body Body Rescue, Punk Charm, ein richtig cooles Artwork in Reverse und ein Staraptorier. Lineup, Rolls, Pansy, Meowth, Ghastly, Fisherman, Magneton, Floatstone, richtig geil einfach, dass er ein Reprint bekommen hat, genial, Body Body Rescue Reverse und meine Rare ist ein Mewtwo EX. Ja, wir fangen an mit den Mewtwos, ich hab's euch ja schon gesagt, dass das Set um Mewtwo sich eigentlich dreht, und die Attacken zeige ich euch mal. Shatter Shot. This attack does 30 damage times the amount of psychic energy attached to this Pokémon. Also für jede Psychoenergie macht er 30 Schaden mehr. Gar nicht mal so schlecht, wobei die Mewtwos in dem Set, naja, nicht so gut sind wie die von Next Destinies, die Mewtwo. Also das Mewtwo von Next Destinies war einfach das Beste bis jetzt mit X-Ball. Damage Change, ja, die ist jetzt nicht so gut, die Attacke. Aber auf jeden Fall haben wir die erste EX mit einem Mega Artwork und zwar Mewtwo. Und wir brauchen gleich mal unsere Hüllen. Da ist er, Mewtwo EX. Erste EX. Bombe. Warte mal, ich stell mal die Karten. Ja, legen wir es einfach mal hier hin. Weiter geht's. Oder so kann man es hinstellen, glaube ich. So ist es gut. So. Der Code. Magnemite. Boah, das süß ist, boah, das ist hammer süß, das Pikachu. Das ist richtig geiles Artwork. Pikachu. Neubat. Cubone, Sandshrew, Dedenne, süß, Reserve Ticket, Kirlia, oh mein Gott. Unsere erste Break-Karte, die sind neu in dem Set und wir ziehen gleich mal Raichu Break. Also wenn das keine süße, wenn das keine geile Karte ist, wir legen mal erstmal die Rare weg, aber hier, wenn das keine geile Karte ist, Raichu Break. Grand Ball. Discard all energy attached to this Pokémon. Für 3 Energien 170. Mit Muscle Band, wenn man noch dran haut, ist es echt sehr gut. Wie gesagt, die Karten funktionieren so. Wir nehmen an, das ist ein Raichu, ja? Dann können wir die Karte so hinlegen. Ja, so drauf. Dann ist die Karte mit 3 Energien bestückt und hat dann mehr KP. Also, hier, Raichu Break, erste Break, richtig genial und unsere Rare ist ein Braviary. Fängt doch wirklich schon sehr gut an, tüten wir natürlich gleich ein. Richtig genial, also die Break-Karten werden, glaube ich, aber aus Holo gezählt. Weiß ich jetzt nicht genau, nicht aus Ultra Rares. Raichu Break. Gut. Also die Karten gefallen mir echt richtig gut, ist ein neues System, hammer genial. So, weiter geht's mit Mewtwo X. Vanillite, Pampor, Rolls, Solua, das ist auch mega, Meowth, Breaksin, Super Rod, Granbull, Chespin Reverse. Und mein Rare ist ein Vanillax. So, Zorak, den gibt es wie gesagt auch im Break, der ist auch ziemlich gut.
Hippopotas, Piplup, Dudo, Remoraid, Snubbull, Spevpa, Skylar, Starmie, Skylar hat übrigens auch einen Reprint endlich mal wieder bekommen, ist wieder spielbar, Starmie, Reverse Piloswine und meine Rare ist ein Mega Clayly EX fucking Full Art, Alter. Hammer. Oh mein Gott. Eine der spielbarsten Karten im ganzen Set, wenn es nicht die spielbarste ist. Ich bin richtig happy. Das ist echt Bombe. Ich will auch unbedingt dieses Deck spielen und versuchen, es aufzubauen. Das sagt nämlich, also Glalie ist ein neues Ex-Pokémon in dem Set, wie man sieht. Firnantor. If this Pokémon has 10 or more damage counters on it, this attack does 150 mehr Schaden. Wenn dieses Pokémon nur 10 Schaden hat, macht er 150 Schaden mehr mit 220 KP. Also ich glaube, das wird ein Monster im Metagame. Also genial. Also dieses Firnantor wird's, glaube ich, weit bringen. Und ich habe es gleich mal in Full Art gezogen. Wahnsinn. Wahnsinnspull. Ich bin mehr als happy gerade mit dem Puls, die wir bis jetzt haben. Und ja, letztes Pack für diesen Part, glaube ich mal. Mal sehen, wie wir es einrichten. Oder ob wir das Video länger machen. Muss ich noch gucken. So. Ein Starly, Swinub, Inkay, Pancham, Pansier, Floatstone, Houndoom, Spiritling, Floette, Remoraid Reverse und mein Rare ist ein Mr. Mime Rare Fairy. So. Geht der Fokus eigentlich gut? Ja, ich denke, der Fokus funktioniert. Ich hoffe auch, dass ihr überhaupt das Video anschaut. Sorry, ich habe gerade, glaube ich, schon was. Ja, wie gesagt, dass ihr das Video anschaut. Wenn ihr nicht alle Call of Duty Black Ops 3 schon zockt, dann, ja, ich hoffe, das geht. Goldeen, Teliosa, Scatterbug, Rolls, Pansage, Assault Vest, dies neue Vanillish, Snorlax, oh mein Gott, das will hier, glaube ich, Ding hier fressen. Chespin, das hat hier die Bären von ihm geklaut oder so, und es ist aufgewacht oder sowas. Reverse Vanillax und mein Rare ist ein Hundi, ein Hundemon EX. Also die Karte ist auch richtig schön, also ich mag ja Hundemon sowieso. Damals im Kolosseum habe ich es mir immer gefangen und in XD auf dem Gamecube. Discard Melting Horn, discard the top 2 cards of your opponent's deck. Na, das ist nicht so toll. Und Grand Flame, attach a Fire Energy card from a discard pile to one of your bench Pokémon. Also als Supporter-Pokémon, glaube ich, kann man es gut benutzen. Die Mega Evolution ist ja auch noch in dem Set. Mal gucken, ob wir die auch noch ziehen. Aber als Artwork, also als Karte, gefällt mir sie schon sehr gut. Muss ich schon sagen. Sehr schön. Schon 3 Jacksen auf einer Hälfte. Also ich weiß nicht, was wir da noch erwarten können. So. Ich würde sagen, letztes Pack für den Part. Ich weiß nicht, warum die Codes jetzt immer verkehrt rum drauf sind. Kann ich echt nicht sagen. So. Fokus. Wieso gehst du jetzt nicht? Jetzt. Moibat, Kubaum, Sandshrew, Flabébé, Fennekin, oh, ist das süß. Ursaring, Fisherman, Magneton, Reverse, Rufflet und Maria Essence, Simipur. Gut. Das war's vom ersten Part. Wie gesagt, ich will ja nicht pushen, Leute, aber das ist wirklich ein anständiges, ja, eine anständige Pullrate für, ich glaube, wir haben jetzt dir nicht mal 10 Packs geöffnet. Richtig genial. Und ich glaube höchstens 10. Das war's von dem Megapuls. Bleibt dran beim neuen Set Breakthrough. Das war's von mir und ich sage Tschüss.